Ahoi zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich hüpfe einfach mal schnell drüber. Boah. Ah, gut, dass ich mich so beeilt habe. Takeshis Castle. Was? Oh nein, jetzt hat das gespeichert, während dieser Bottich umfällt. Was ist das denn? Weiß ich nicht. Das ist eine Birdie Bot. Spring da mal hoch. Ich will die Böhne haben. Ja, schade. Dann halt nicht. Oh je. Defendo! 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 Ja, komm, lass sie einfach da. Pilze sein. Alter, ich krieg diesen scheiß Ding jetzt. Bam. Ich glaube, die Spinnen, die machen dir Schaden, wenn die an dir hochkrabbeln. Echt? Du musst sie kaputt treten. Ah, das ist ein Frosch. Das meine ich zumindest. Das hätte ich noch aus dem letzten. Aus dem letzten Teil habe ich mir das gemerkt. Eine. Ja. Mach mal ja. Es lohnt sich fast gar nicht, die Dinger rauszulassen. Weil der eine bleibt einfach sitzen. Ja, keine Lust. Boah, das ist voll geil. Schmeiß ihn mit dem Dings ab. Jawohl, guck mal, es sind sogar zwei. Also ich den Frosch haben. Bam. Grüne Narbe. Ja, die geht aber gleich wieder. Ja, voll sogar mit dem fließenden Übergang. Nicht gegeizt. Och nein! Ein dickes Gerät gewesen. Ach, die Dinger. Venemosa Tentacula. Venemosa Tentacula. Boah. Pass auf, dass sie dir nicht zu nahe kommt, denn dann beißt sie sofort zu. Mit Defindo kannst du sie betäuben oder ihre Fangarme abhacken. Abhacken. Boah, Junge. Das klingt ja alles irgendwie ziemlich böse gerade. Aber zum Teufel. Ach, dieser Spacken da oben. Da oben diese Holzwerfer. Die droppen aber, wenn man dieselbe droppen, wie diese Rinde. Warte. Ist da vorne irgendwas? Also ein Frosch? Nee, ne? Ja, einfach vorbei, die Dinger. Boah, die brappeln sich aber ziemlich schnell wieder. Ja, das ist schwer, ne? Wie heißt das Spiel? Am 6 oder ab 12? Ich glaube, am 6 hattest du mal nachgeguckt. Schmeißt wieder einer was. Hinter dir. Ja, die gehen ja eh recht hoch. Oh, pass auf, sonst sterben wir. Wie viele Sterne gibt's? 5? 6? 10, glaube ich. 10, oh wei. 9 von 40? Och, oh, hey, du je, Scheiße. Ey. Guck mal, reicht das. Oh. Oh, Truckles sind Baumgeister, die Mega-Powerbäume bewachen. Mega-Powerbäume. Wende die Findo auf sie an, damit sie verschwinden. So, kann ich da irgendwo rüber? Bringt das was? Warte erstmal, mach mal den Bautruckel da kaputt. Dann kannst du nämlich noch eine Rinde snacken von dem. Defendo! Da. Kannst du den Baum anzaubern? Nö. Nee. Aber das ist doch Mega-Power-Rinde drin. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Mega-Power-Baum. Ne, geh oben rum, ne? Oder macht das keinen Unterschied? Ich glaube, das macht dem. Ne, es macht echt keinen Unterschied. Voll keinen Unterschied. Brutal. Tü. Und da sind sogar zwei, ne? Das haben sie auch nicht übersetzt, ne? Bow Truckles oder was da jetzt stand. Jetzt aber auch hier. Hartnäckiges Vieh. Reißen die sich selbst die Äste aus dem Leib? Ach, ich will es gar nicht wissen. Oh, ich glaube, unten stand da noch so ein Ding davon. Ja. Aufgeschissen. Ah! Nochmal? Nein. Okay, oh, guck mal, nochmal ein Speicherbuch hier. Da war ja schön. Und hier muss eine Schnecke drauf. Ja, immer die da. Oh je. Und der Baum schießt. So. Guck mal, sobald man die so verrektusemprat, ne, ist die Spur von denen auch sofort weg. Flipendo. Ne, Rektusembra. Ja, mach dir mal erst Rektusembra auf die. Und dann Flipendo. Ja. Krass. Ich hab's gar nicht gesehen, was ist. Guck, da ist die Spur hinter der. Wenn ich das jetzt mache, ist die Spur weg. Bam, weg.
Dich ist Krezi. Boah, ein bisschen getroffen worden. Krass. Achso, hier ist auch ein Ding. Flipendo! Flipendo! Kleine Schnecke. So, immer gucken, wo das hier oben ist, ne? Und nicht da runterspringen, sonst müssen wir alles nochmal machen. Ach, da sind wir eben langgelatscht. Ja. Lauf, die schießen. Ne. Mit einer Kirche oder was? Nein, komm nicht zu. Ne? Anscheinend. Ah. Da oben ist ein Seil. Ah. Defendo! Bob. Passt, genau. Ah, gut. Werden wir auch direkt eingesperrt. 10 von 14. Oh. Was ist hier auf der Seite? Ah. Was kann der jetzt? Dirty little secret. Ist hier irgendwas? Nö. Defendo! Defendo! Ich glaub, da läuft, da lief irgendeiner Defendo! Rum. Ja, wofür ist denn das Lumos? Oh, oh je. Ja. Schnell, guck weiter. Tu ja, aber ich sehe nix. Da! Wo? Geradeaus. Oh ne, das ist nur eine Kerze gewesen. Ich glaub, das hatten wir uns damals auch gefragt, als wir das schon mal gespielt haben und die Aufnahme verkackt ist. Scheiße. Soll ich nochmal gucken? Ups. Oder es ist egal. Nee, hey, komm, hol das. Das interessiert mich, ich will die Karten haben. War das nicht sogar so, dass man ein Bonus-Level oder so freischaltet, wenn man alle Karten hat? Boah, weiß ich nicht. So, ich laufe mal hier an einem vorbei. Lauf, 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 lauf. Das sieht man ja eigentlich, ne? Ja, auch nur, wenn man noch relativ glaub, nah ist. Ich glaube aber nicht, dass das hier in so einer in der Erde ist, weil dafür sind die Texturen einfach zu krumm. Oder nicht Texturen, sondern. Ich weiß, wie lange das hält, wenn man nicht aufgehalten wird unterwegs. Nee. Ja, ist doch scheißegal jetzt. Ich wollte uns einfach nur ärgern. Flipendo! So. Ich glaube, wir haben das Prinzip von Defendo verstanden, Frau Sprout. So langsam, ja. Oh, hier. Entschleime! Entschleime! Ui. Boah, haben sie ja ausgetrickst. Entschleime! Oh. Und das ist. Eladora Ketteridge, 1656 bis 1729, entdeckt die Verwendung von Dianthuskraut, indem sie davon aß und fast erstickt wäre, wenn sie nicht ihren Kopf in einen Eimer Wasser gesteckt hätte. Okay. Okay. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Dralle. Was? Dralle halt. Eine Dralle. Oh je. Was ist der Rasenmäher oder was ist das für ein Geräusch? Gute Frage. Defendo! Keine Ahnung, was das ist. Defendo! Ah, die wappeln sich ja wieder. Oder? Nee, wenn du die Hälse abschießt, dann tötest du die. Und wenn du den dicken Schnappmund abschießt, dann werden die nur ohnmächtig. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Die klingt echt, als würde einer Rasenmäher. Darum ist der Boden auch hier so platt, weil die den ganzen Tag schon rasen. Flipendo! Noch zwei Schüsse. Ja, haben wir es geschafft. Hallo, doch, die Armee. Spinnermader. Flipendo! Kann ich hauen ab? Ja, besser ist das, ne? Hallo, Hodora! Bitte eine Karte, bitte eine Karte. Ja. Und das ist. Lord Stoddard, Wizards, ne? 1672 bis 1769, Züchter von fliegenden Pferden. Die werden ganz schön alt in der Harry Potter Welt, ne? Ja. Nicht schlecht. Respekt. Ja, die wissen, wie das läuft, ne? Kommen in dem Spiel eigentlich auch noch die Spinnen drin vor, wie im Film? Da kommen sie schon. Also ja, bestimmt. Also, ich glaube, so weit hatten wir damals nicht gespielt. Nee, hatten wir nicht, aber die müssten ja irgendwann mal kommen. Was? Da freue ich mich schon drauf. Eine Bird über Zwone. Bumm. Ich weiß noch, ich hatte ja
mir die Mühe gemacht, bei Dark Messiah oder Messiah of Might and Magic, immer wenn Spinnen gekommen sind, habe ich eine Spinnenwarnung eingeblendet. Ja. Das eine tierische Arbeit war für eigentlich nicht niemand. Eine Bühne. Giel. Ich hab die Runde wieder angeschaut. Oh je! Oder hab ich die jetzt abgewertet? Nee, scheiße. Ja, die hat ja übelst die Leben gesaugt. Ja, guck mal. Schieß sie mal da durch. Die Spinne, sag ich schon. Die Schnecke. Wodurch? Ja, das, was du aufgezaubert hast. Da musst du sie bestimmt mitnehmen. Bestimmt. Flipendo! Das ist Schnecke. Jetzt hängt die auch da draußen, eine Scheiße. Das ist so geil. Ich würde schnell machen. Was war das? Gleich weg. Nein, das bleibt da, glaube ich. Ich will es nicht ausprobieren. Dann ja, ist so gut, oder? Boah. Brutal. Da runter müssen wir aber nicht. Nee, oder? Da unten waren wir schon. Gut. Glaube ich zumindest. Einen noch. Oh, oh. Oh, ja. Oh nein. Jetzt aber schnell. Wir werden sterben. Was soll ich bloß mit dieser Schnecke machen? Ich weiß es nicht. Nee. So ätzend, hat immer so kleine Hoppelschritte. Oh, komm schon. Einfach mal ein bisschen mit dem die Schnecke. Ist doch eh nicht mehr wehren. Wo soll ich denn jetzt hier eine Schnecke herbekommen? Das ist wahrscheinlich die, die du runtergeschossen hast. Meinst du? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das Buch war ja da, wir könnten laden, aber das würde einfach zu lang dauern. Ist hier nicht irgendwo noch eine Schnecke? Nein. Guck dir jetzt hier durch über diese Dinger, heißt du die mitbringen willst. Wie gesagt, nimm die mit. Ach, leck mich doch. Scheiße hier. Warte, jetzt. Da. Ah, guck mal, da muss man eine. Ja, und die kriegen wir nicht zu. Okay, warte, hier müssen zwei rein. Haha, alles klar. Ja, guck mal, diese, hätte ich doch nicht mitnehmen müssen. Ich hoffe, es gehen jetzt auch beide Tore wieder auf. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Jawohl. Jawollerich. Oh nein, da gibt's wieder was. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn man die mitnehmen müsste. Also, das wäre. Ah, nee, das Spiel fordert dann überhaupt nicht. Ich stell dir vor, du bist 6 und spielst das. Ne, ich kann mir nicht vorstellen. Als ich 6 war, da gab's noch keine. Da gab's noch keine Harry Potter. Doch. Ja. Ach, komm schon. Ja, was ist jetzt. Das aber das Spiel gab es noch nicht in den 6. Ja, stimmt. Nein! Oh, ich dachte schon. Oh je. Und? Mozart, oder ist das? Nee. Thaddeus Thurkel. Oder Turkel. Oder keine Ahnung, ja, wie man das ausspricht. Der ist 60 geworden. Ja, ganz schön alt. Für ja, die Zeit. Wurde berühmt, weil er seine 7 Squib-Söhne aus lauter Verzweiflung in Igel verwandelte. Nett. Sind das doch 7 auf dem Bild? Ja. Alles was mit Igeln zu tun. Wassereimer. Norbert. Wassereimer. Was? Okay, du kennst nicht einmal einen Fjord von Habe Kerkeling, oder? Nein. Okay. Alle anderen werden sich jetzt wahrscheinlich vor den Bildschirmen kringeln. Bestimmt. Norbert. Wassereimer. Haben wir jetzt alle... Nein, einer fehlt. YOLO. Ficke, ey. Da hinten ist noch eine Kiste. Ja, ja, ich guck hier auch da so. Was ist das? Das ist aber auch eine Zählfolge. Zum Glück ist die gleich vorbei. Ja. Gut gemacht, Harry. Du hast die Defindo-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Ja, verbleibende Zeit, wir haben sogar noch Zeit für Gesundheit und sind noch eine Zeit dazu geworden. Ching, ching. Stimmt, wir haben 1500 gestartet. 105, ne? Punkte haben wir dafür gekriegt. Für Billo. Ah. Ah, gut. Moment, die Folge geht noch 30 Sekunden. Wir warten hier noch 30 Sekunden. Nee. Guck, lauf doch so lange auf dem Schulhof rum. Ja, guck mal, jetzt kommen wir hier, ja, hier rein. Ah, nee, das ist, dann machst du die Herausforderung nur nochmal. Glaube ich. Stimmt. Nee. Aber das wollen wir nicht. Ah, hier können wir was machen. Ah, Junge. Hallo, Humor. Jetzt können wir noch einiges auf dem Gelände machen, theoretisch. Oh, oh, neue Leben. Klar, weil ich immer so kritisch war mit unserem Leben. Ein drittes Ding haben wir jetzt probiert. Wir haben noch die Mega-Power-Tränke.
Guck mal, jetzt guck die Karte noch an. Achso, stimmt schon. Ich wollte mal gucken, was das hier macht. Nein! No. Guck erst auf die Karte! Harry, Hermine hat mir gesagt, dass... Ja, das... Ja. Okay. Wurde sich der Novel Twonk 1888 bis 1957 starb, als er ein nicht magisches Kind von einem entlaufenen Manticore. Was ist das? Weiß ich nicht. Was das retten wollte. Harry Potter Kacke. Ihm wurde der Titel Orden der Merlin erster Klasse nach seinem Tod verliehen. Bringt ihm auch nichts. Nö. Dass du die klein geschnittene Baumschlankhaut im Gewächshaus findest. Okay, alles klar, dann bis zur nächsten Folge, wenn der Ron uns weiter zulabert. Bis dann, tschüss. Okay.